Boah, sieht die Liege creepy aus. Das ist ja richtig fähig. Hier ist mal wieder ein etwas lirongierter Raum. Das sieht halt aus wie so ein Sprechzimmer vom Arzt. Boah, guck mal, hier steht noch ein Kackstuhl. Ich kann hier kaum auf diesem ganzen Müll richtig laufen. Hier irgendwo ist ein Türmchen. Boah, kann ich da raus können? Das ist definitiv der Keller von Freddy Krueger. Das hat so was richtig hässlich Klinisches, ja, so von früher. Ich habe echt Angst, irgendwo mal durchzukrachen. Seid gegrüßt. Wir schnorcheln hier durch den Keller an einer Klinik. Das Ding ist schon recht abgefuckt. Aber ein paar Highlights gibt's hier doch. Die Lampen, geil. Das sieht halt aus wie so ein Sprechzimmer vom Arzt. Für Voruntersuchungen vielleicht oder für irgendwelche OPs oder was. Keine Ahnung. Zur Darmspiegelung war der Raum nicht hier. Zur Darmspiegelung nicht, nein. Ich weiß nicht, ob das Ampullen sind. Oder irgendwas hier oben. Das ist irgendwas zum Pumpen, glaube ich. Das ist irgendwas für Luft, ja. Das ist nicht so ein Beatmungsgerät. Du musst mal oben drücken, den Kolben reindrücken, merkst richtig, wie Luft rauskommt. Wen haben wir denn hier noch getroffen? Den Rest der Crew. Boah, ist das hier alles kaputt. Ui, ja, hier, schön, guck mal. Das sieht aus wie eine Pfütze irgendwie, es wirkt völlig surreal, ja. So kann es halt auch mal sein, ja. Der Ort an sich macht so einen ganz guten Eindruck. Das täuscht hier extrem. Hier ist alles wirklich ist schon gefährlich zerstört. Ja, hier hat schon jemand angefangen, auf eigene Faust zu entkernen, wie es aussieht. Hier, oh, guck dir das mal an. Dann weißt du, warum der andere Raum so kaputt war. Das ist ja richtig fähig. Noch einen Raum da. Und da alles reingefeuert an irgendwelchen Möbeln und Sportgeräten etc. Alter Verwalter, ey. Boah, guck mal, hier steht noch ein, ich nenne es jetzt mal ganz krass, ein Kackstuhl. Ohne Fäkaleimer. Das ist ja, vom Mobiliar her ist das richtig oll, ne? Hier die Stepper und so ein Kram sind, oder die Laufteile sind doch gar nicht mehr so alt. Hier irgendwelches Zeug von irgendeiner Bar, würde ich sagen. So weit wie so ein Kühler irgendwie. Vom Tresen oder so, vielleicht wie Eis. Guck mal, wie cool das aussieht hier. Das ist ja fast so launchig hier unten, ja. Schön zum Abgammeln. Ja, die habe ich oben schon gesehen. Richtig top, ja. Boah, sieht die Liege creepy aus. Krasses Fotomotiv jetzt hier. Ich kann hier kaum auf diesen ganzen Müll richtig laufen. Cool, das hier aussieht mit dieser geschwungenen Decke. Da war bestimmt mal passives Licht drin. Ja, weißt du, überall die Edelsteine. Krass, hier noch mit einem Stuhl, ey. Das ist krass.
Sacken aufhören, dann sind sie dann quasi hier drin. Naja, zumindest von dem Stück Tür, was noch ist, sind sie dann hier drin. Und haben sich ein Bad gerührt. Ja, ich sagte gerade, dass sie so Eukalyptusbeeren und sowas gekriegt haben. Oder Schröpfungen, also so mit Vakuumglocken. Oben hast du noch die ganzen, diese kleinen Signallampen. Guck mal, hier ist ein offen. Ja. Rot für besetzt wahrscheinlich und dann der weiße für. Ach, da waren zwei Lampen. Ja. Ich dachte nur weiß. Der weiße ja. Für. Ja, grün frei, rot. Nee, das ist wahrscheinlich auch. Das ist einfach nur weiß, ich weiß. Und die ist rot. Oh Mann. Das nehme ich echt verfallen hier. Und ich finde, dass das halt so richtig schöner Verfall ist. Ja, es ist halt nicht wirklich mutwillig zerstört worden. Ja. Es ist einfach nur durch die Witterung passiert. Ich finde das hier eigentlich ganz cool. Guck mal hier mit diesen beiden Türen, mit diesen Gardinen in den Türen. Das hat so was richtig hässlich klinisches, ja, so von früher. Oh, hier, das ist ja geil. Na klar, ja, aber sehr cool gemacht. Schönes Motiv, ne? Und die Bildröhre ist noch, naja, so einigermaßen intakt. Hier irgendwo ist ein Türmchen. Also da irgendwo. Das ist die Frage, ob man da nur übers Dach hochguckt. Oder hier irgendwo ein Türmchen ist. Wo müsste der sein, theoretisch? Hier. Irgendwo hier über uns. Hm. Ah, cool. Wir genießen nur noch mal kurz hier den Ausblick, denn der ist wirklich toll. Und dann hauen wir mal hier oben wieder ab, würde ich sagen. Ich glaube, dass der Boden hier teilweise so ein bisschen nachgibt oder federt. Ich habe echt Angst, irgendwo mal durchzukrachen. Hier ist mal wieder ein etwas derangierter Raum. Hier, guck mal hier, die Risse. Ja, deswegen. Das ist ganz schön derbe. Ist schon ganz schön kaputt. Die ganze Grundsubstanz von dem Gebäude hier. Ja, oben sind auch überall Risse. Na, oh, Hauptsache, guck mal. Zum Olli. Ist das eine Jacke, ja? Handschuhe, ja. Bier, Käse, Butter, Jusalien, Hauptsache. Batterien, bisschen Alkohol. Ja, hier Bett. Alkohol, Schlafplatz. Sie hat mit Sicherheit mal irgendjemand hier aus. Hier, wir haben den Beweis. Hier wohnt jemand. Hier nochmal gleich. Dieser große Innenhof für euch. Ich glaube, hier da. Hier da. Ja, mal hier. Der Wagen. Guck mal, der ist so richtig. Der Punkt ist nochmal richtig toll. Boah, das sieht ja widerlich aus. Sehen wir es doch. Warte mal, lass ich mal hier drauf. Das ist hier absolut der Keller. Das ist definitiv der Keller von. Von Freddy Krueger. Die ganzen großen Kessel drin. Ihr könnt jetzt auf den Kesseln drauf rumlaufen hier. Da steht, glaube ich, so 30 cm Wasser mit einer Eisschicht. Oh, die coolen Schiffe da unten. Geil. Das ist wirklich geil. Das ist alles Eis. Soll ich die mal führen? Oh, guck mal, siehst du das? Das ist ein bisschen flüssig hier da unten. Ja, unten runter ist flüssig. Ja. Sieht. Da hinten der Reifen. Der ist aber wie kalt das hier drin ist.
Normalerweise im Keller darfst du gar nicht gefrieren. So, Freunde, wir hauen jetzt wieder ab. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um nichts mehr von der Grauzone zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.